Hi Leute und willkommen zurück bei mir auf dem YouTube-Kanal. Heute ein ganz spontanes Video. Ich habe hier das Volks-Tablet gekauft, PrimeTab T13B mit dem Prime-Cover. Und ich würde das gerne mit euch gemeinsam auspacken. Genau, es ist ein 13 Zoll Tablet. Soll so ein bisschen an das Surface angelehnt sein. Und ja, wir packen es einfach mal gemeinsam aus. Tatsächlich noch nicht aufgehabt. Das heißt, ihr seid jetzt beim ersten Mal auspacken live dabei, wie immer bei mir auf dem Kanal. Okay, hier schon mal die Tastatur. Gut verpackt. Fingerabdrucksensor. Ziemlich verwendungssteif, macht einen guten Eindruck. Sehr weiche Rücklage, Rückseite hier von dem Cover, von der Tastatur. Die Tastatur selber ist beleuchtet, sehr leicht. Genau wie beim Surface, hier die Leiste zum Anklipsen, zum Verstellen. Das sehen wir aber gleich nochmal. Ich finde ein schön großes Mauspad, ne, ohne separate Taste, aber mit als Klickpad quasi. Genau, so viel dazu. Packen wir es mal weiter aus. Hier war die Tastatur drin. Mal dahin. So, jetzt kommt das Tablet selber. Oh, ist ganz schön schwer. Ich glaube, es wiegt 1,1 Kilo insgesamt. Und hier ist es. Da ist eine Schutzfolie drauf. Windows 10. Was ist jetzt noch für Details? Moment, das lese ich mal vom Karton eben ab. Das ist so ein Pentium-Prozessor N4200, Windows 10 Home. Office 365 ist vorinstalliert für ein Jahr. 4 GB RAM, 64 GB Festplatte, 13,3 Zoll Display, Multi-Touch Full HD, IPS Display, Aluminiumgehäuse und eine Kerztastatur. Aluminiumgehäuse, genau, es ist Alu, sehr stabil, macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Kanten sind schön abgerundet, aber sehr stabil. Hier auch wie beim Surface an Taste und leiser lauter. MicroSD-Karte, ich glaube, unter dem Fuß hier ist sogar, den Fuß kann man, wie viel ist das, 90, 100, 120 Grad abklicken, dann steht er also schön flach auf dem Tisch, man kann wunderbar dran arbeiten, dran lesen. Was ich zeigen wollte, genau hier drunter ist ein Schacht für eine SSD-Erweiterung, das heißt, man kann eine kleine Schraube hier lösen, das ist total genial, das geht beim Surface nicht. Und man kann da eine größere Festplatte reintun oder überhaupt eine SSD-Festplatte und dann wird die ganze Geschichte wahrscheinlich noch schneller. Genau, PrimeTab T13B ist die Geschichte. Also, auch der Fuß hier macht einen sehr stabilen Eindruck mit Metallscharnieren hier. Also ich hatte vorher ein Surface Pro 3, da ging der Kickstand leichter zum einen ausklappen. Der geht hier richtig schön, ist auch eine richtig krasse Mechanik. Schönes Scharnier. Toll. Aluminium, hier hat man das auch. Ein tolles Ding. Gefällt mir richtig gut. 13 Zoll ist auch eine wunderbare Größe, um immer noch mobil zu sein, aber auch um vernünftig dran, finde ich, zu arbeiten. Rasten wir das mal hier mit der Tastatur ein. Das geht genau wie beim Surface. Das kommt weg. Zack. Auch das geht genau wie beim Surface. Tastatur unten mit Magnet eingerastet. Man kann die Tastatur flach auf dem Tisch liegen lassen. Oder aber leicht anwinkeln, dann eben, finde ich, ein angenehmeres Schreibgefühl haben. Ja, schalten wir das gerade mal ein. Es gibt eine Frontkamera, ich glaube keine Backkamera. Ist es an oder nicht? Ist noch nicht an. Bei manchen Tablets muss man einmal lange drücken, bei manchen muss man einmal kurz drücken. Jetzt leuchtet hier eine rote Lampe. Ich denke mal, das Ding ist... Oh, nee, Akku ist so leer. Alles klar. Ja, perfekte Gelegenheit, den Rest auszupacken. Gucken wir mal, was noch so mitgekommen ist. Schieben das Ding mal beiseite. Also, dabei ist auch ein Jahresabo für Microsoft Office 365 Personal. So, dann die zweite in den Karton. Was haben wir hier? Das Ladegerät. Ah ja, sehr schön. Ein angenehmes kleines Ladegerät.
machen wir gleich mal auf, ich muss es eh aufladen. Ich finde es immer auch wichtig, dass das Kabel vom Ladegerät nicht zu kurz ist, sondern schön lang. Das kann man auf der Kamera wahrscheinlich jetzt nicht komplett sehen. Aber das wäre, naja, das ist meine ganze Spannweite hier von meinen Armen, die reichen nicht mal. Was mag das sein? 1,80, 1,60? Also auf jeden Fall lang genug. Hier ist ein kleiner runder Stecker. Gucken wir mal, wo der hinkommt. Hier 12 Volt in. Hier ist noch ein VGA-Anschluss. USB 3, USB C. Und hier ist noch ein USB C. Und Kopfhöreranschluss. Also alle Anschlüsse sind dabei. So. Jetzt habe ich natürlich kein Verlängerungskabel. Steckdose ist nicht gerade neben mir. Gut, Moment. So, dann lade ich das Tablet mal eine Weile auf. Und in der Zwischenzeit können wir hier weiter diese Unboxing machen. Was haben wir noch? Ach, das ist einfach nur das Paket mit den ganzen Papieren. Alles klar. Acronis True Image kommt mit. Ich weiß nicht, ob das dabei ist. Wahrscheinlich bloß eine 90-Tage-Testversion. Aktivierung von Office 365 auf dem Rechner. Alles klar. Wahrscheinlich steht irgendwo der Code drin. Oder auch nicht. Nö. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hier vorinstalliert. Trackstar Garantiekarte. Trackstar Kurzanleitung auf Englisch und Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen. Ja gut, das übliche Kram halt. Okay, mehr dürfte es nicht sein. Ein Stift, ein ganz wichtiger Unterschied, glaube ich, zum Surface. Ein Stift hat das Ding nicht, das Display funktioniert auch nicht mit dem Stift. Wir können das Ganze mal testen. So, weg damit. Wir können das Ganze mal testen. Das ist mein Surface, mein Pen, mein Digitizer oder mein Stylus von einem Acer Switch 3. Das kann ich gleich auch mal ganz kurz präsentieren. Nur um zu zeigen, dass es wirklich nicht geht. Gucken, ob es schon was gebracht hat. So, die Installation ist durch. Akkustand reicht, um ein bisschen was zu zeigen. Ich habe hier meinen Digitizer, meinen Stylus von einem Acer Switch 3. Und egal, was ich mache, der wird nicht erkannt. Die Fingerkuppe wird sofort erkannt. Genau, das heißt, der Stylus geht hier nicht. Natürlich wird jeder andere normale, was ich Active Pen, glaube ich, heißen die, ne? Die sind mit der großen Kuppe, aber die, finde ich, bringen überhaupt nichts, kann man auch gleich einen Finger verwenden. Also ein Stylus, ein Digitizer, geht auf dem Trackstar Book hier nicht. Das ist der einzige wesentliche Unterschied, würde ich sagen, zu meinem Acer Switch 3. An der Stelle zeige ich den einfach mal kurz. Das ist mein Tablet, was ich so jeden Tag im Einsatz habe. Das nehme ich mit zur Baustelle. Wenn ich zu Kunden fahre, mache ich hier meine Notizen drauf. Ich bearbeite PDFs und Pläne und so weiter. Das Ding ist total gut. Ist von der Leistung, von der Ausstattung her genau wie dieses Trackstar Book. Hat auch diesen Pentium N4200 Prozessor. Auch 4 GB RAM, hat auch 64 GB Festplatte. Natürlich USB-C und so weiter. Oder? Doch, genau, auch USB-C, USB 3.1 und die ganzen Geschichten. Hat auch eine abnehmbare und beleuchtete abnehmbare Tastatur. Und der Vorteil, finde ich eben, ist wirklich dieser Tischteiler, dieser Stylus, der geht hier ganz hervorragend drauf. Dieser hatte vorher mein Surface Pro 3, da war der Stylus auch nicht besser, der geht hier echt wunderbar. Das Ding hier an sich, das Acer, finde ich total gut. Es ist ein 12 Zoll, 13 Zoll, 13,3, 12,3, ist ein bisschen kleiner. Handlicher, ist aber dafür nicht ganz so stabil. Es ist ein Kunststoffgehäuse. Hier der Kickstand ist nur so ein Rahmen, reicht aber auch völlig aus, es ist stabil genug. Von der Leistung her ist natürlich beide nicht wie ein Surface. Die Surface haben i3, i5 oder i7 Prozessoren. Das ist natürlich nochmal ein himmelweiter Unterschied. Aber wenn man nur ein bisschen PDFs bearbeiten möchte, Office-Dokumente bearbeiten möchte, man ein bisschen bei YouTube rumsurfen möchte, oder so für ein bisschen rumsurfen, reicht es halt komplett aus, E-Mail schreiben und so weiter, sind die Dinger völlig ausreichend.
Ich würde mir, glaube ich, nie wieder ein Surface oder ein Book oder ein Tablet kaufen ohne Stift. Ich möchte den nicht mehr messen. Das ist meins, das ist für einen Kollege. Der braucht keinen Stift, von daher ist das völlig in Ordnung. Ja, aber ihr seht, es gibt Alternativen, günstige und gute Alternativen zum Surface. Mein Surface hat mittlerweile verkauft. Das hatte ich, glaube ich, 3 Jahre in Benutzung. Ich hatte erst ein Surface Pro 2 und dann Pro 3. Das Pro 2 ging irgendwann kaputt, ging einfach nicht mehr an. Das Pro 3 wurde nach 3 Jahren total heiß und die Akkulastung deutlich nachgelassen, sodass ich mir gedacht habe, ist Zeit für einen Wechsel. Jo, jetzt habe ich das hier. Bin mit bisher sehr zufrieden. Akku hält auch 4-5 Stunden. Hier steht bis zu 8 Stunden drauf, war am Anfang auch so, aber die Akkuleistung hat auch recht schnell nachgelassen. Keine Ahnung, scheint eine Schwäche einfach zu sein. Was kann man noch sagen? Ja, ich glaube, soweit erstmal nichts. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach in die Kommentare oder genaueres wissen möchtet. Für mich, von der Leistung her, sind beide Tablets völlig ausreichend für die üblichen Anwendungen. Wenn man nicht gerade Grafikbearbeitung oder Videobearbeitung macht, für meine Videos nutze ich auch nicht dieses Tablet, sondern mein Stand-PC, den ihr wahrscheinlich am Bildschirmrand noch seht, weil die Action-Cam eine ganze Menge aufnimmt. Genau. Jo. Wenn ihr auch Interesse daran habt, ich setze die Links in der Beschreibung, sowohl vom Acer Switch 3 als auch vom Trackster Book und auch, damit die Dinger geschützt sind, habe ich noch eine Hülle dazu gestellt. Finde ich auch ganz gut. Eine sehr weiche, aber auch ausreichend dicke Hülle von Amazon. Kostet, glaube ich, 10 Euro oder irgendwas. Das 13,3 Zoll Tablet passt hier perfekt rein. Reißverschluss zu, Staub und geschützt. Und ja, dann ist das auch, bleibt das lange quasi geschützt vor allen Einflüssen. Das Ding hier gefällt mir total gut. Wenn ich das nächste Mal mir ein Tablet kaufe, wird es, glaube ich, auch eher ein 13 Zoll Tablet, weil ich die Größe des Formats total gut finde. Es ist immer noch sehr handlich und bis dahin, glaube ich, gibt es die Dinge auch mit Stift in einem bezahlbaren Rahmen, also nicht gerade ein Surface. Ich finde die einfach viel zu teuer. Die waren Vorreiter. Man sieht, alle machen es nach. Trackster macht es nach. Acer macht es nach. Samsung macht es nach. Gut, Apple, glaube ich, hätte es schon, weiß ich, ob die vorher schon was Ähnliches hatten wie ein Surface. Aber eigentlich machen total viele dem Surface nach. Warum? Weil es eine total geniale Variante ist, das Tablet als PC quasi zu gestalten. Eine abdockbare Tastatur und vor allem der Style ist dazu ersetzt. Komplett Block und Papierkram und Ordner, alles mögliche. Eine super Sache. Gut, also wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, ich setze alle 3 Artikel in die Beschreibung. Könnt ihr selber nochmal gucken, falls ihr Bock drauf habt. Soll kein Verkaufsvideo sein, sondern ich möchte einfach zeigen, weil ich es total gut finde, wenn man irgendwo was kaufen möchte. Man geht zu YouTube-Tipp ein, Trackster Tab Pro 13 und dann gibt es jemanden, der schon mal ausgepackt hat, der schon mal einen ersten Eindruck vermittelt hat. Darum geht es mir. Falls ihr auch Interesse daran habt, eben das selber zu kaufen, ein Tablet, ein Link ist in der Beschreibung. Ihr wisst, ihr helft jetzt auch ein bisschen. Ich kriege ein paar Prozent Provision für euch, kostet es nicht mehr, wenn ihr über meinen Link bestellt. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr mich in der Hinsicht unterstützt. Wie gesagt, es kostet für euch keinen Cent mehr. Es ist ganz normale Bestellung über Amazon. Ich kriege beim, wenn es zum Kauf kommt, keine Ahnung, ich glaube irgendwas zwischen 1-5%, das weicht von Artikel zu Artikel ab. Ich bin selber nicht durchgeschrieben. Ja, wie auch immer. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr sonst, dann lasst einen Daumen nach oben, hinterlasst Fragen und Kommentar oder irgendeine Art von Feedback, würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Take care. Bye.